kann die Filtration oberhalb des Wasserspiegels aufgestellt werden. Das ist möglich, sofern ein Rückschlagventil vor der Pumpe eingebaut wird. Es ist wichtig, dass es zwischen dem Skimmer und der Filterpumpe montiert wird. Es muss einen leichten Zugang haben, sodass das Rückschlagventil bei der Werft leicht gereinigt werden kann. Wie funktioniert eine Filteranlage? Das Filtersystem saugt Wasser von der Pooloberfläche durch einen Skimmer ein. Im Skimmer selbst befindet sich ein Korb, auf dem größere Verunreinigungen wie zum Beispiel Blätter und Insekten aufgefangen werden. Dann wird das Wasser mit den restlichen, kleineren Verunreinigungsmengen zum Filter transportiert, wo sich ein Vorfilter als ein zweiter Korb befindet, welcher den Schmutz auffängt. Beide Körbe sollen regelmäßig gereinigt werden, da der Schmutz den Wasserfluss durch die Anlage blockiert. Dies kann Filteranlagen beschädigen. Danach fließt das Wasser von der Pumpe in den Filter und weiter durch das Filterbett. Es ist beispielsweise Sand, welcher vorhandene Verunreinigungen aus dem Wasser herausfiltert. Gereinigtes und mit Sauerstoff angereichertes Wasser kehrt mit den Einlaufdüsen wieder in das Schwimmbecken zurück. Wie wird eine Filteranlage angepasst? Um das geeignete Filtersystem auszuwählen, muss die Größe des Pools berücksichtigt werden, die Entfernung vom Pool bis zur Filteranlage. Achte besonders auf die verfügbaren Filtersysteme und deren Unterschiede. Wir empfehlen Filter mit Sand- oder Glaseinsatz für Polyesterpools. In Sandfiltern besteht das Filtrationsbett aus Quarzsand. Diese Filter nehmen anhand einer Saug- und Druckpumpe das Wasser aus dem Becken und bringen es ins Innere des Filters, wo Verunreinigungen durch die Sandkörner aufgefangen werden. Sie sind oft mit einem Korb ausgestattet, der größere Verunreinigungen sammelt und dadurch die Effektivität verbessert. Gereinigtes Wasser kehrt durch die Einlaufdüsen in den Pool zurück. Der Filter sollte regelmäßig mit der Rückspülfunktion gereinigt werden, um Kontaminationen, Bakterien und Pilze zu vermeiden. Nach 2 Jahren Nutzung sollte das Sandbett vollständig ausgetauscht werden. Im Filter mit einem Glaseinsatz befindet sich Glasgranulat. Dieser Filter arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie Sandfilter. Der Unterschied ist, dass Glaseinsatz bessere Reinigungseigenschaften hat. Am besten sieht man den Unterschied an Bakterien, die sich im ersten Kubikzentimeter Filtereinsatz befinden. Beim Glasgranulat findet man nur 10 Bakterien, wobei im Sand diese Zahl auf 2,5 Millionen Bakterien wächst. Verwendung einer Filteranlage mit einem Glaseinsatz reduzieren den Wasserverbrauch und die Verwendung von Poolchemie kann um die Hälfte reduziert werden. Achte bei der Auswahl der Filteranlage auf die Filterpumpe. Ihre Effizienz hängt von der Effektivität und Schnelligkeit der Wasserreinigung ab. Das Poolwasser sollte 4-mal am Tag von der Filtrationseinheit umgewälzt werden. Sehr wichtig ist auch das Material, aus dem der Pumpen- und der Filterkessel hergestellt ist. Wie oft soll der Filtersand ausgetauscht werden? Der Filtersand sollte mindestens alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Die Häufigkeit, mit der das Bett gewechselt wird, hängt von der Größe des Pools und der Größe des Filters ab. Bei kleinen Filtern kann die Notwendigkeit, das Filterbett auszutauschen, häufiger auftreten, beispielsweise einmal pro Jahr. Je größer der Filterkessel ist, desto länger genießt du sauberes Wasser. Wie wird der Filterkessel mit Sand aufgefüllt? Füll den Sand gemäß der beigelegten Anweisungen in den Filter ein. Beim Auffüllen beginne mit der dicksten Sandschicht und gehe dann zu den feineren und kleineren Körnern über. Es ist sicherzustellen, dass kein Sand in das zentrale Rohr im Filter gelangt. Es ist am besten, die Rohröffnung während des Auffüllens zu schützen.
In welcher Reihenfolge werden die einzelnen Granulate in den Filter eingefüllt? Immer als erstes den Sand mit größerer Körnung einfüllen und dann das feinere Sand. Arten des Filterbettes. Die richtige Auswahl des Filtereinsatzes ist entscheidend. Du kannst zwischen Sand und einem aktiven Filterbett wählen. Sand ist das am häufigsten verwendete Filtermedium. Es gibt verschiedene Sandgranulate. Ein aktiver Glasfiltereinsatz ist viel effizienter als Sand. Seine Hauptvorteile sind kristallklares Wasser, weniger Chlorverbrauch, kein Chlorgeruch und keine Krankheitserreger. Es ist ein ökologisches und ökonomisches Produkt. Das Filterbett wird nur alle 8 bis 10 Jahre ausgetauscht. Wie lange muss die Filteranlage am Tag laufen? Die Filteranlage sollte genauso wie Geld 24 Stunden am Tag arbeiten, unabhängig davon, ob der Pool benutzt wird oder nicht. Dank dieser Filterarbeit wird das Wasser im Pool immer sauber sein. Es bildet sich kein Standwasser, welches das Algenwachstum begünstigt. Die richtige Filterbetriebszeit beeinflusst auch die richtige Verteilung von Poolchemikalien im Wasser. Wenn die Filterbetriebszeit verkürzt wird, beschädigst du die Oberfläche des Pools und störst die Wasserdesinfektion. Welche Funktion hat das Vierwege-Ventil bei der Filteranlage? Wir unterscheiden vier Hauptfunktionen des Vierwege-Ventils. Erstens, filtern. Das Wasser wird in den Filter gedrückt und dann durch den Sand geleitet. Der Schmutz bleibt auf den Sandkörnern. Damit der Sand im Filter verbleibt und nur sauberes Wasser in den Pool fließt, ist über dem Boden des Filterkessels ein Boden mit Düsen oder einem Filternstern installiert. Im Stern befinden sich kleine Röhrchen mit engen Spalten, die den Filtersand aufhalten. Die zweite Funktion ist Rückspülen. Nach Einstellung des Vierwegeventils in diese Position wird das Wasser durch die geschlitzten Rohre von unten zum Filter geleitet. Der Sand wird dann angehoben und vermischt. Der Schmutz kann später von den Sandkörnern gelöst werden. Alle Verunreinigungen gelangen direkt in die Kanalisation. Die Zufunktion schließt den gesamten Wasserfluss zum Filter und zum Becken. Verwende diese Einstellung nicht, wenn die Filtration eingeschaltet ist. Die letzte Funktion ist das Nachspülen oder Platzieren. Es ermöglicht die Reinigung des Sandes und das Nivellieren des Bodens der Filtration nach dem Spülen. In dieser Position durchströmt das Beckenwasser den Filter und wird durch einen zusätzlichen Ausgang direkt in die Kanalisation abgeleitet. Welche zusätzliche Funktionen hat ein Sechswegeventil? Ein Sechswegeventil verfügt über zwei zusätzliche Funktionen. Zirkulation. Dank dieser Funktion wird das zirkulierende Wasser zurück in den Pool geleitet, ohne durch den Filter zu fließen. Dabei umgeht man den Filter. Die zweite zusätzliche Funktion ist das Entleeren. Dies ermöglicht direktes Abpumpen und senkt den Wasserstand im Pool oder das Entleeren des Schwimmbeckens. Das Wasser wird direkt in die Kanalisation abgeleitet. Was unterscheidet das Vierwegeventil vom Sechswegeventil? Der Unterschied liegt hauptsächlich in zwei zusätzlichen Optionen des Sechswegeventils: Zirkulieren und Entleeren. Sie sind jedoch nicht notwendig, damit eine Filteranlage richtig funktioniert. Filtration, Rückspülung und Nachspülung sind die wichtigsten für jede Filtration. Was ist ein Schauglas beim Filter? Das Schauglas ermöglicht den Grad der Verunreinigung des Wassers während des Rückspülvorgangs zu beobachten und zu kontrollieren. Das Schauglas befindet sich am Filterkopf der Filteranlage, direkt am Mehrwegventil. Wenn das Wasser verschmutzt ist, sollte das Filterbett weiter gespült werden, bis klares Wasser im Schauglas zu sehen ist. Das dauert ungefähr 3 bis 5 Minuten. Wozu dient der Manometer an der Filteranlage?
Der Manometer zeigt den Druck des durchlaufenden Wassers an. Wenn der Druck steigt, kann ein Strömungsproblem im gelben Bereich oder sogar kein Durchfluss auftreten. Das wäre der rote Bereich im Manometer. Wenn der Druck steigt, bedeutet dies, dass es Zeit für die Rückspülung ist. Wenn der Druck jedoch zu niedrig ist, kann es sein, dass der Korb an der Filterpumpe oder die Filterpumpe selbst durch Blätter oder andere Verunreinigungen verstopft sein kann. Wozu dient der Korb bei der Filterpumpe? Der Korb an der Zirkulationspumpe wird verwendet, um größere Verunreinigungen in dem gefilterten Wasser zu sammeln. Denke daran, regelmäßig die Sauberkeit der Skimmerkörbe und der Zirkulationspumpe zu überprüfen. Das sollte mindestens einmal pro Woche gemacht werden. Was ist der Unterschied zwischen einem Filtrationsbehälter mit einem Kreuzboden und einem Düsenboden? Es gibt zwei Arten von Wasserabfluss aus dem Filterkessel. Durch eine Rosette mit geschlitzten Rohren, das ist der sogenannte Kreuzboden, oder Düsen, die über den ganzen Boden verteilt sind. Rohre oder Düsen haben enge Schlitze, dank denen der Sand im Filter bleibt und nur reines Wasser in den Pool fließt. Filterkessel mit einem Düsenboden sind effektiver, da sich die Düsen auf der gesamten Bodenfläche befinden. Was ist ein Entleerungsventil im Filterkessel? Es ist ein Ventil, mit dem du das restliche Wasser aus dem Filterkessel ablassen kannst, zum Beispiel vor dem Winter. Damit das Wasser abfließt, sollte der im Filterkessel erzeugte Unterdruck durch Abschrauben, beispielsweise des Manometers, überwunden werden. Ist es möglich, das gesamte Wasser aus dem Pool nur mit dem Skinner und der Filterpumpe auszupumpen? Es ist möglich, indem der Schlauch des Handbodensaugers an die Skimmerbüchse angeschlossen wird. Die Filtereinstellung sollte auf Entleeren oder Rückspülen gestellt werden. Achte immer darauf, dass du die Aktion nicht unterbrichst. Denn wenn Luft in die mit dem Skimmer verbundene Leitung gelangt, kann der Prozess nicht mehr fortgesetzt werden.